92 hat das Kommando, was das Tempo betrifft. Er kann aufs Gas steigen, sobald die Ampel auf grün geschaltet ist, wenn die Rennleitung einverstanden ist, dass das Feld in der richtigen Formation steht. Der Start geht los und Nico Verdonk übernimmt die Spitze hinein Richtung erste Kurve, aber da fächern sie zu viel nebeneinander auf und da ist auch Bailey mit dem BMW mit dabei unter dem KTM von Finnland von CD Racing, während wir Seite an Seite den Anflug Richtung Kundekehre runtersehen. Und jetzt Nico Verdonk innen auf der besseren Linie. Wir werden es später. Wer hat die bessere Reaktion raus? Aber in der Kurve 1 musst du nicht an der Stelle stehen. Salonen in der Grundekehre, Runde 2, gestrandet und damit muss jetzt dort. Mit dem Toyota führt vor Ben Green mit einem Vorsprung von 8 Zehntel. William Trigger im Mercedes auf Rang 3. Dahinter die Teilerei. Yeah.
jetzt nach 33 Runden auf Nico Verdonk aus Belgien. Er gewinnt. Halbe Sekunde vor Ben Green aus Großbritannien. Toyota vor BMW. Rang 3 für Folenzio im Mercedes. Trigoso Mercedes. Moron mit Oberhaus, Zimmer, Schrei und Diana. Die Stephanie Cox mit dem zweiten Toyota wird die nächste. Jetzt verstanden. Die Laura Kreihammer holt für Kaffee Punkte und das gleiche geht.